Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Spiel 70D. Ich habe über Nacht hier fleißig gebuddelt und Beton gemacht. Hier bin ich jetzt auch mit Ärger durch. Geht zwar noch weiter bis Richtung Straße. Hier geht es zum Innenhof mehr oder weniger. Hier müssen wir jetzt gleich zumachen. Aber zuerst setzen wir uns einen Ausgang, dass wir hier raus können. Aber wir müssen hier vorne zumachen, sonst können die Zombies nachts hier rein. Denn hier oben ist ja schon ja, die Außenwelt, kann man sagen. So, hier oben könnte natürlich Ding sein, Überraschung. Ja. Eins, zwei, drei. Stufe. Jetzt werden wir uns hier oben freischaufeln, dass wir alle leben. Oh, shit, was. Ah, schon mal weg. Also hier oben ist kein Leben, hier oben ist Holz und Beton. Da ist unsere Treppe da oben. Dann muss ich auch noch zumachen mit Beton. Und ansonsten freischlagen. Bin ja gespannt, was da oben. Oh, das ist gefährlich. Dann muss ich erst rausgehen und das wegmachen. Oder riskieren. Das können wir auch unten wegschlagen. Da muss ich mal gerade die Picke nehmen, die ich natürlich jetzt auch oben gelegt habe. Das ja, Pistole können wir auch hier verlassen. Weil ich muss hier raus. So, das heißt, da sind wir jetzt drauf. Ja, gut. Grunde ist der eine schon Quatsch. Okay, dann machen wir gleich den nächsten. Wenn man nicht hochkommt, liegt es daran, dass oben was stört. So, gewaltig. So, da oben ist Holz. Das muss ja, also da sind wir schon. Okay. Zack. Was stört jetzt hier? Decke. Axt. 3. Nice Decke. Stück Holz, ne? So. Da muss er noch weg. Ups, das wollte nicht weg. Fast kaputt, ne? Nächsten Mut. Und also schon fast perfekt. Gut, dann können wir hier reingehen und später weiterarbeiten. Dann kann das hier zugemacht werden. Das muss auch noch alles weg, aber hier erstmal machen wir hier vorne zu. Das kann ich ja nachts machen. Das mache ich gleich zu. Da muss ich gleich mal zumachen. Grunde ist jetzt so, jetzt auch von innen machen können sie Not. Also da mal rankommen. Es geht darum, dass mir jetzt hier keiner reinkommt. Beziehungsweise die Gefahr dabei sinkt. Denn hier geht es noch für mich weiter Richtung ja. Das ist im Prinzip der Graben später hier, was wir jetzt gemacht haben. Und hier geht es ja zum Keller, da muss man alles voll gemacht werden mit hier Eisendinger hier. Na super. Da muss ich das wegnehmen, das ist schlecht. Denn die muss ich zwar wieder aufbauen, weil der Grabenzugang bleibt ja so nicht, ne? Also würde ich mich hier nicht dauernd verletzen, ne?
Und die müssen so verschwinden. Weil das ist der ganze Oberbau muss im Prinzip weg. Das war anfangs so nicht geplant gewesen. Aber was soll man tun, ne? Denn hier ist ja alles Kram. Wie genau, wie weit, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass drei Felder jetzt die Wand hier. Hier ist die Wand. Und dann ist ja hier Telegram. Ja, da unten zu sehen. Den Bereich nachher. Ja, der Beton muss auch noch weg da oben. Später. Hier kann man ja auch noch theoretisch höher machen mit Beton. Aber es können auch normale Steine sein. Weil das ist nicht so gefährlich. Nur hier vorne muss alles Beton sein. Da wo ich stehe, muss alles weg. Klingt hart, aber ist leider so. Das ist heißt für nachts. Aber hier bin ich nicht sicher normalerweise, ne? So. Das wäre mal hier vorne. So. Da unten ist zu. Und da sollte keiner groß reinkommen ins Haus. Und da geht es ja weiter Richtung Straße. Drei Felder, wie gesagt, sind so wie hier, zwei Felder genau genommen. Ja. Das sind halt zwei Felder, ist egal. Den Beton mache ich nicht nochmal weg. Ja, wir haben Besuch. Das heißt, wir müssen Maschinengewehr nach vorne holen. Und dann gehen wir los nachher Kühler besorgen. Natürlich weiß ich nicht genau, wo sie geschrien hat. Da gehen wir nach oben. Da haben wir nicht genug Übersicht. Neuerdings, ne? Ich mag keinen Besuch hier, also besonders nicht diese in weißen Kleidern. Hätten die wieder gehört. Als ob mich stört, ich kann den Kram von hier nicht einsehen. Ich kann nur so und dann ungünstig, ne? Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen weiter ausbauen und dann einen Pfeiler setzen, ne? Wahrscheinlich. Gut, keiner. Ausdauer ist im Keller. So, haben wir frisch gebraten gestern, ne? Zwar vom Wildschwein. Dann haben wir gleich Wasser dabei. Wir haben den ganzen Tank auch drauf, mehr oder weniger. Auch nicht schlecht. So, Ausdauer. Nehmen wir Wasser raus. Schauen wir mal, ob wir Tee machen können. Nahrungskiste. Was haben wir Tee? Tee haben wir da. Und da ist da auch noch Beton. Gut. Restnahrung, Tabletten. Da kann ich noch ein paar hier lassen. Brauche nicht alles. Das kann ich auch hier lassen, aber nicht da. So, dann bisschen was Tee herstellen. So, Tee heißt hier was trinken. Glutentee. Wir haben 16 Wasser. 8. Und roten Tee. Auch 8. So gut.
Dann können wir den Rest rausnehmen. Heute holen wir neues Wasser. So, wir haben zwar eine Blindreserve hier in Plastikflaschen. Das ist ganz gut. Wird nicht schlecht. So. So, gestärkt haben wir uns auch gut. So, Fleisch nehmen wir raus. Unseren Tee. So, haben wir schönes. Bäume pflanzen? Heute nicht. Meine Binden gehen zum Neige, ne? Also meine Verbands. Rezepte. Stofffetzen. Ja, kann man gleich herstellen. Aus Baumwolle. Liegt ja genug rum. Wenn wir hier mal gucken, hier, ob wir unser Werkzeug loswerden können. Aber hier ist nicht viel Platz. Hier ist ein bisschen mehr. Also, wir haben jetzt zwei. Da brauchen wir nicht. Okay, zwei. Hier brauchen wir einen. Dann kann der Erdbohrer rein. Dann müssen wir losziehen. Benzin noch dabei. Wofür brauchen wir Benzin? Es kann sein, dass zu viel ist, aber lieber zu viel als zu wenig. Jacke werden wir auch dabei. Fackeln. Glaub brauchen wir nicht, aber wer weiß. Schaufel. Lass ich auch eine dabei, wenn wir abbauen können. So. Die Stahldinge lassen wir hier, dass wir mit, zum, falls wir irgendwo nicht rauskommen. Dann machen wir Beton auch hier. Also Beton machen wir in eine Kiste rein. Und zwar an der. So, Fasern vom Leben im Keller. Und das ist für die Schießdinger hier. Wir haben noch drei Stück, das müsste mal reichen. So, Steine, Bruchsand. Müsst ihr mal schauen, das können wir alles gut aus Mauer nehmen, rum drauf. So, was haben wir alles schön? Wir haben schon mal Patronen gebaut. Jetzt haben wir 84. 104 haben wir den. Später müssen wir aufwerten. 104 ist gut. So, Rezepte. Fertig, haben wir schon mal 10 Stück. Hat sich gezeigt, letztes Mal haben wir gut gebraucht. Der Tee wird gerade gekocht. Und jetzt gehen wir mal gucken, was die Schönes gemacht haben nachts. Ja, die können wir drin lassen. Wir können wieder einschmelzen. Unser Eisen, und zwar, wir haben es drei, aber gut. Schauen wir mal, ne? Vielleicht hören wir noch ein bisschen was. Da haben wir nichts. Und Stoffwitz haben wir uns genug. Da müssen wir drüben ein bisschen Holz haben, ne? Türen, das stört mich ein bisschen, ne? Mal sehen, umändern. Holz nicht. Wenn wir kein Holz mehr haben, müssen wir losziehen und neues machen. Wir machen neues Holz. Axt haben wir dabei. Passt. Dann geht kurz raus. Holz. Ja, die Dinger haben wir auch da. Muss keiner zu sehen. Da die paar Bäume mal fällen und dann geht runter. Beton muss noch hier noch verbunden werden, komplett. Miteinander verbunden werden, dass er besser hält. Und dann gehen wir mal irgendwann bei und werden dann die Decke komplett Beton machen. Aber irgendwann. Normalerweise, wo sind die alle hin? Dort sind die immer da. Die unfreundlichen Besucher. Ja, auch eine Kiste. Ein Draht, das brauchen wir mal nicht, da haben wir genug Schießpulver. Rums. Fehlt wieder Ausdauer. Und
dürfen wir nicht laufen, da ein bisschen ausruhen. Naja, mit einer Axt nach ein bisschen Gras klopfen, das ist auch Blödsinn. Aber ich wollte die Baumwolle haben. Stand da so rum. Weil schon Bums hat er schon, ne? Also Kraft. Zwei Bäume weniger ist auch gut für eine Performance des Spiels, weil das zählt ja ganz schön, ne? So, nächsten Baum dürfte reichen, immer, ne? Schön, Frage, wohin gehen, ne? Das weiß ich nicht genau. Muss ja irgendwas. Also, was ich neulich herausgefunden habe, dass in diesen Klimaanlagen und diese Lüfter vom Haus auch Dings ist. Die haben wir überhaupt dabei. Zum Zeigen habe ich nichts dabei, ne? Aber leere Flaschen. Gut, dann gehen wir hoch. Wir wollen ein bisschen Saft. Ein Tee. Und dann gehen wir gleich wieder raus. Kann er auflassen. Da geht's im Keller. Ich dachte schon, wir haben gehört. Ich höre schon Gespenster. So. Ah, Tee ist hier. Gut, nur 8 und 1. Und 1800 Holz immerhin. So, und deswegen lassen wir das holen. Lassen wir das durchlaufen. Das Holz geht dann. Ein Teil geht hier rein. Und der Rest geht beim Schmelzofen rein. Da müssen wir genug durchlaufen lassen. Eisen. Wie war eben gerade hier was gehört habe, ist. Die Musik ist. Könnte sein, ne? So, das sind 500 Stück. Recht viele, aber können wir das abbrechen. Machen 112. Einschalten. Schmelzen wir ein. Das können wir auch mit reinschmelzen hier. Obwohl, da habe ich schon genug, ne? Dann gehen wir nebenan. War der schöne Stein. Fertig, gut. Zement machen wir auch. Jetzt machen wir hier auch ein bisschen Leben rein. Das dauert eine Weile. Den Rest Holz machen wir hier rein. Und gut ist. Ansonsten Tabletten haben wir dabei. Leere Gläser haben wir noch ein bisschen hier. Ja. Und dann können wir nachher losziehen und hier Klee raus, also Lehm. Hier haben wir ein bisschen Platz zum Einschmelzen, ne? Also so ist das nicht. Wäre ja blöd, wenn ich nicht laufen würde. So, hier unsere Grasfasern hier. Bringt zwar nicht viel, aber. Ja, das wollen wir hier lassen. Das war auch hier. Das auch hier. Der Rest nehme ich mit. Das machen wir hier rein. Erstmal. So, gut. Klebe herstellen machen wir auch später. Händler fahren wir heute nicht. Geht mal los und viel fahren wir los. Aber hier geht's runter.
Lohnt sich aber gar nicht mehr, ne? Aber wir fahren mal los und dann schauen wir, was wir finden und dann mal sehen. Können wir schon mal reparieren hier. So, Schuss habe ich 84. Vielleicht finden wir noch ein Haus, wo wir gut reingehen können. Ich schau mal, ich hatte schon mal eine Stadt gehabt, und zwar da nicht. Und zwar da oben. Ob es hier Gebäude ist, wo auch Bibliothek wäre. Das heißt, wir müssten jetzt im Prinzip die Straße links, also hier. Losdüsen. Lift können wir ausmachen, also mit F. Oh, Fernseher sogar. Ja, wo sehen wir kein Licht, ne? Aber so schon. Geht nicht ganz aus. Also egal. Wir fahren los und geht Richtung Stadt. Ob da eine Bibliothek ist. Ob wir da irgendwo Wissen kriegen können, ne? Und dann schauen wir dann an, klimaanlagen wir sie da nicht haben, weil der Eis und kalt ist, aber wir werden mal schauen, ob die da irgendwie noch ein paar brauchbare Autos haben. Halt, ne? Wir sind ja mit dem Moped recht schnell unterwegs. Jetzt ist es schon kurz vor 10. Und wenn wir jetzt hier unterwegs diese Hilfspakete finden, dann werden wir gleich zugreifen und mitnehmen. So. Hier waren schon überall drin gewesen. Was für ein Paket. Geradeaus. Gibt's gar nicht. Nein. Da liegt mir auf dem Weg. Ja, gut, ja. Ja. Nehmen wir mit, ne? Ist nicht viel, aber man freut sich. Immerhin. Sechs Schuss, eine 7-Schuss-Munition. Wie gesagt, ist nicht besser wie nix. So, weiter geht's. Du darfst halt leben bleiben. Vielleicht, wenn ich zurückkomme. Mal sehen. Ich brauche die Munition für was anderes. Bibliothek. Sehr schön. Oder ein schönes ha Wohnhaus. Wäre auch nicht schlecht. Hoffe, der Ton passt. Ah, jetzt war ich mal aufgefahren. Na ja, genau. So, dann müssen wir irgendwann hier rechts abbiegen. Hier ist der See. Ja. So, mal ganz kurz in der Karte gucken. Wir sind näher rechts abbiegen. Rechts, näher rechts abbiegen. Ne? Nächste Straße rechts. 1, 2, 3, noch ein Gerippe. Naja, hätte ich früher nicht liegen gelassen, aber aktuell ist das nicht so wichtig. Vor allem sind wir eh schnell überladen und das ist das Problem. Wenn ich eine lebende Sau weglaufen würde, wir sofort zuschlagen. Oh, wir sind Autos. Aber dann lasse ich noch links liegen. Also, ja, erstmal schon. Können wir im Rückweg mitnehmen. Was ist das für ein Gebäude? Tankstelle, ne? Ja, Tankstelle.
Wupp, rückwärts fährt, ist auch nicht schlecht. Na, hast du dich verlaufen? Ah. Ja, wir haben ein bisschen Benzin im Tank, also in Reserve normalerweise, 1000 Liter. Jetzt kommen ein Schneegebiet. Das heißt, hier sind stärkere Zombies. Und das ist der Holzfäller, sich häufig zu sehen. Alles Klone, sagen wir so, ne? Weil sie alle gleich aussehen. So, was ist die schöne Stadt hier? Ja. Halten hier an Ziffern. Also Kirche ist rechts. Da werden wir keine Bücher finden. Was ist da? Da kommt der erste Holzfäller. Also, wo dran steht, Bock wäre ganz gut. Bock für Bibliothek. Wir fahren manchmal hier durch. Kirche. Bank. Eine Bank. Peggy's Bank. Tankstelle. Da ist Tankstelle, also Bank, Tankstelle. Dance to D Studio, ja, ist auch nicht schlecht. So, was haben wir Schönes? Hier? Bock? Walking Stiff Tolls. Bock. Ha! Bock. Wir haben den Bock geschossen. So. Da gehen wir mal rein. Wir sagen mal Bock, guten Tag. Ob der was Brauchbares bei haben, wäre schön. Also, ich nehme sofort an, Bücher. Wissen, die ist zu. Ding ist offen. Das könnte sich lohnen. Wir werden hier mal anklopfen. Hier ist ja Holz und Blech. Da ist auch Blech. Picke brauchen wir dafür. Mit der Picke kommen wir eher durch, denke mal. So. Gehen wir auf 5. Und da ist bestimmt viel. Guten Tag, Zombie. Ich brauche mal euer Wissen. So, ich habe Zeit. Das wäre mal so schön. Tag. Der ist zu mir nah. Mann, wo hast du dich angeschlichen? Wo kommst du her? Gibt's doch gar nicht. Hab dich gar nicht gesehen. Und dann schon direkt neben mir. Was ich gerne lernen möchte, wäre zum Beispiel, wie man mit aus normalen Stahl Munition machen könnte. Ne? Zumindest die Hülsen. Das andere wäre egal. Oh, Bock. Das ist für ein Moped oder Motorrad. Das ist nett. Das ist ein Buch über Jagd, glaube ich. Verbandszeug oder sowas? Oder keine Ahnung. Yeah. Hier haben wir richtig gut einen Griff gemacht hier. Allerdings, das Gute ist dabei, das macht keinerlei Gewicht. Das lernen wir nachher und das ist gut. Leer. Leer.
nicht schlecht. 87. Sechs Gold, Scheine. So. Wollte wieder ruhig. Lockpickings. So, war ich nicht mehr. So, überladen sind wir jetzt auch. Darum werden wir jetzt kurz gucken und lernen. Kann sein, dass ich das nicht brauche, alles schon mal habe, aber ich lerne mal alles. So, das ist hier Militär, aha. Das ist hier Baseball. Irgendwas sowas, hier können wir was herstellen. Das ist bestimmt ein Motorrad oder sowas. Das kann man mit Mods lernen. Gepäck. Das ist irgendwas mit vom Fliegen, glaube ich. Machen wir das gleiche. 3. Spezial. Bock. Sieht aus wie Schießen, ne? Das wäre der Hammer. So, mal gucken hier. Das. Dann wäre nicht schlecht. Bis jetzt ist gut. So, gehen wir eine Etage höher. Bevor wir uns hier leider nicht da. Ja, das oft. Was dahinter? Machen wir gleich. Gut, in dem Fall nicht. Macht nichts. So, liebe so, das soll es heute gewesen sein. Die Zeit schon leicht überlaufen, überzogen. Wir machen gleich weiter. Wir machen kurz Pause, dann geht's weiter und tschüss. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.